Ja, ich habe tatsächlich keinen Platz mehr. Mein Gott, warum bist du Kerze so dämlich? Ich weiß, ich mache komische Geräusche, während man das kennt. Mein Gott! Warum spiegel ich das Ding nicht einfach? Warum schmeiße ich die nicht vorübergehend weg? Warum scroll ich nicht einfach mit der Maus? Die ganze Katze gar nicht verstellen müssen. Ich weiß auch nicht. Wie ist der Wurm? Komm. Yeah. Fall runter. Stürz ab. Stirb. Ich mag dich nicht. Und das ist dann eine der simpelsten Aufgaben. Das Dynamit zum Explodieren zu bringen. Und dann ist die Kugel auch im Korb. Und noch eine Waldkäfig-Konstellation. Ich muss zugeben, dass ich eine gewisse Vorliebe habe. Das wäre uns auch gar nicht aufgefallen. So, der springt einfach mal weg. Da gibt es eine ganz einfache Lösung, weil wir hier kein Brett haben oder sowas in der Art. Doch, wir hätten nur ein Fließband, aber das ist zu lang. Dann schießen wir das einfach mit der Kiste hoch und... Zack. Einfach genial. Mit Schwung. So, jetzt wird Slow Motion. Ich erinnere an mein erstes Video. Endmal in Slow Motion. Ich habe in meine Förderbänder investiert. Der Förderband-Fachverkäufer meinte jedoch, ich soll sie bis zum Untergang wieder zurückbringen, wenn sie nicht richtig funktionieren. Was zur Hölle ist ein Förderband-Fachverkäufer? Mache einen richtigen Belastungstest und bringe noch die Billardkugel in den Eimer. So, das ist jetzt tricky. Weil zack und zack. Genau. Ich glaube, das ist schnell. Ja, der rast vorbei. Das war wohl nichts. Ich glaub's gleich. Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Mhm, der ist vorbei. Das heißt, wir müssen die Solarzelle etwas zurückstellen. Ich glaube, das ist immer noch zu schnell. Es ist zu schnell. Ja. Deutlich. Das ist immer noch zu schnell. Das sehe ich auf 200 Meter. Das war wohl nichts. Das wird zu langsam sein. Langsam. Ja, das war zu langsam. Warte, ich will nur noch mal einen Blick auf meine Haus. Lauf, Forrest! Gib Gas! Also, wer das auf Anhieb hinkriegt, der ist gut. Komm! Arsch, Kugel. Das könnte auch wieder kommen. Doch, er kommt. Huhu, wo zum Kuckuck mit 5 Buchstaben, eigentlich schreibt man das auch anders mit 10 nämlich. Tut mir leid, das kann ich nicht einfügen. Sind nochmal meine Nägel geblieben. Du musst die von mir finden und in den rechten Kasten legen, damit ich den Zaun reparieren kann. Er denkt auch mal an Alltag, wie schön. Geht ganz einfach. Mit zack und zack und Sternchen machen. Oder ein Plus, wie ihr wollt. Ich sag ja immer Plus. Falsche Richtung. Das hätte mir klar sein müssen. Kommen mir die Fließbänder edel schnell vor. Ballonengefahr. Nach dem Studium der Börsennachrichten stelle ich mit Entsetzen fest, dass die Luftballonpreise immer noch jenseits der Schmerzgrenze sind.
Ja, Luftballonpreise, das ist das neueste Problem auf dem Weltmarkt. Benzinpreise, scheißegal, Finanzkrise, scheißegal, Hauptsache, die Luftballonpreise sind nicht überhöht. Mein Gott. Dieses Spiel und seine Ideen. Gestern ist mir dummerweise schon ein Ballon geplatzt, deshalb lasse ich diese 2 Milliliter an die Decke steigen, dort sind sie relativ sicher. Wie komme ich dann später wieder an sie ran? Das ist dann deine Sache. Was passiert, wenn ich zack mache, dann zack und beide tot. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen Duselsache. Da muss man so, und 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 da muss man so. Das ist eigentlich nur ein Messgerät. Und ja. Das tickt halt aus. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie! Das hin! Bitte Platz nicht! Okay, alles klar. Da muss ich noch knapper stellen bei diesem Luftballon. Nicht platzen! Ah, er platzt! Das mag ich selber. Nicht platzen. Oh Mann. Und er tut's trotzdem immer wieder. Kapitulierst? Mensch, 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 dass er sich nicht schämt. Ich kenne auch ganz andere Leute, die sich schämen sollten. Ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt solche Leute. Wie? Du kapitulierst? Zum Beispiel der da. Wenn man seinen Fratz zählen will. Ach komm. Das ist wirklich wieder ein Pixel-Ding. Diese Pixel-Geschichte. Ich hoffe, du unterbrichst nur wegen eines dringenden Telefonats. Oh mein Gott, der ist auf Drogen, da sieht man seinen Pupillen an. Die sind so herzlich grau. Oder er ist blind, das geht auch. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie ans Werk! Mit cleveren Methoden arbeitet er sich weiter. So wird das nie etwas. Und da habe ich die Lösung. Auf geht's! Das muss nämlich genauso gehen, dass der so genau und jetzt bitte rechts landen! Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Luftballons! Ja, der Catch-em-all versteht auch gerne mal falsch, mein lieber Professor. Warte, ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Deine Hausratversicherung gibt mir immer noch einen Arsch vorbei. Weiter so, du hast das Zeug zum Ich glaub's nicht. Ah, jetzt bescheißt er sich selber. Jetzt müsste nicht mal ich den Schummelschutz hier, den deaktivierten, ausnutzen. Obwohl, ich tue es trotzdem, aber nein. Ich gebe zwar ungern zu, aber irgendwie scheine ich nicht groß genug zu sein, um an meinen Spezialtennisball zu kommen. Du bist klein! Kleiner als Weehawk! Los, du wirst das wohin bekommen. Ja, immer auf die Großen. Jetzt nutzt man fast 1,90 Meter Körpergröße hier aus. Nur für einen dummen Tennisball. Also bitte. So, das ging dann auch irgendwie so. Zack, 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 zack. Das muss ungefähr einen Stern geben. So halt so ein, ja, mit drei Zacken. Mag's euch. Das ist korrekt. Geh doch weg mit deinen Birnen.
Mal gucken, was macht das? was war nochmal die Anweisung? Ja, man muss die Rakete zünden. Steht zwar auch nicht, was der Herr eigentlich noch von mir will, aber... Halt, da müssen wir die Zahnräder rein. Nein, die können da nicht rein. Du solltest nicht das Gummiband wegwerfen. Depp. Na, wenn das mal gut geht. Bitte, 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 jetzt nicht in die falsche Richtung, sonst verfluch ich dich. In ein Mistding. Ja, geht in die richtige. Und dann müssen wir es so machen. Der Mauszeiger und ich. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr seid interaktives Mitglied dieses Let's Plays. Nee, ihr seid nur Zuschauer. Naja, wenn es Tipps gibt, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Wisst ihr ja. Allgemein, ihr dürft gerne eure Meinung in den Kommentaren posten. Ich bekomme so wenig. Ja, der Tennisball stürzt ab. Die Billardkugel leider auch. Die Zündschnur muss nochmal ganz weg. So, für den Fall der Fälle. Jetzt habe ich zwar schon gerade gebogen, aber... Ja. Ja. Versuchen wir da einen Zünder hier. Mit einem Zündschnur so. Flying Balls und so und Ziel erreicht. Damit startet die Rakete und sie geht ab und sie fliegt auf den Mond. Okay, wahrscheinlich doch nicht. Sie ist gerade in die Luft gegangen. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind wir bei der verzwickten Brücke. Ah, wieder mal eine Brücke. Sie muss zwar keine LKWs aushalten, aber für einen Basketball sollte es schon reichen.